Stell dir vor, du lebst in einem Reservat, doch eines Tages stößt dein Stamm auf Ölvorkommen und ihr werdet über Nacht zur reichsten Gemeinschaft im ganzen Land. Mitsamt Chauffeuren, teuren Luxusschlitten und allem, was dazugehört. Genau das ist dem Stamm der Osage vor über 100 Jahren passiert. Ihr neuer Reichtum führte dazu, dass viele raffgierige Menschen sich ihr Geld unter den Nagel reißen wollten. Diese faszinierende und wahre Geschichte hat der Autor David Brann in seinem Buch Killers of the Flower Moon aufgerollt. Jetzt hat Regielegende Martin Scorsese im stolzen Alter von 80 Jahren einen Film daraus gemacht. Ein Spätwerk, das bis in die Nebenrollen hervorragend besetzt ist. Aber was kann diese True-Crime-Geschichte? Finde das heraus in dieser spoilerfreien Filmkritik zu Scorseses 3,5-stündigem Epos. Seid gewarnt, diese Kritik wird genauso ausufernd wie der Film selbst. Ich kann gar nicht anders, ich bin mit den Filmen von Scorsese aufgewachsen. Kaum jemand hat meinen Filmgeschmack dermaßen geprägt wie er. Also, ihr seid vorgewarnt, damit ein herzliches Willkommen hier auf Cinema Strikes Back. Dreieinhalb Stunden? Das wird schon viele abschrecken. Aber glaubt mir, ich habe schon 90 Minuten gesehen, die sich länger angefühlt haben als dieser Film. Trotz seiner Überlänge fängt der Film mitten im Geschehen an. Über die Vorgeschichte dieses Ureinwohnerstammes erfahren wir kaum etwas. Schon in den ersten Bildern dieses Films stoßen die Native Americans auf immense Ölvorkommen. Der plötzliche Reichtum der Osage Nation lockt weiße Siedler an und mit ihnen die Gier und die Gewalt. Mittendrin kehrt der überforderte Ernest Burkhardt aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Viele seiner Kameraden wurden von der spanischen Grippe dahingerafft. Zurück zu Hause ist für ihn alles anders als noch vor dem Krieg. Deswegen wird er von seinem Onkel, dem Rinderfarmbesitzer William Hale, unter seine Fittiche genommen. Ernest will schnell Geld verdienen, aber er verliebt sich dabei in Molly. Molly ist eine Osage und will Ernest die Kultur der Osage näherbringen. Nein, Killers of the Flower Moon ist nicht der erste Film über die Osage Nation, aber mit Sicherheit der größte. Ich meine, das Budget betrug 200 Millionen US-Dollar. Jim Gray, der ehemalige Tribal Leader der Osage Nation, nannte den Film aber bereits ehrlich und authentisch. Er lobte die Hingabe, mit der sich Scorsese dem Stamm annahm. Aber Scorsese erzählte nicht nur die blutige und traurige Historie eines Stammes nach, sondern eine durch und durch amerikanische Geschichte. Die Filmwelt aber wird erneut über Leonardo DiCaprio sprechen. Das war mir von der ersten Sekunde des Films auch schon klar. Dabei war er nicht einmal für diese Figur, für diese Rolle vorgesehen. Aber dass DiCaprio diesen Job nicht nur für den fetten Scheck von 30 Millionen US-Dollar angenommen hat, ja, das spürt man. Seine Figur befindet sich im ständigen Wechselspiel zwischen zarten Momenten und quälenden Gewissensbissen. Ich hatte zunächst Angst, dass Ernest zum Retter der Ureinwohner mutiert, zu einem White Savior. Das ist bei vielen alten Geschichten über Native Americans der Fall. Diese Angst war zum Glück unbegründet. Seine Figur zeigt vielmehr, dass man eine Figur nicht unbedingt mögen muss, um sich mit ihr identifizieren zu können. Viele sehen schon den nächsten Oscar in seinen Händen. Für mich aber ist Lily Gladstone der absolute Star dieses Films. Auch wenn sie schon in einigen Filmen mitgespielt hat, dürfte Killers of the Flower Moon ihr großer Durchbruch werden. Sie hat eine einnehmende Aura und strahlt insbesondere in den stillen Momenten des Films etwas aus, das ich kaum in Worte fassen kann. Sie verkörpert Menschlichkeit, Würde und Grazie. Für mich war das eine unglaubliche Performance. Doch auch in den Nebenrollen gibt es überzeugendes Schauspiel zu sehen. Jesse Plemons beispielsweise verkörpert das FBI. Die Geschichte der Osage Nation ist nämlich eng mit der Gründung des FBI verbunden. Im Buch wird das noch viel deutlicher ausgeführt, aber der FBI-Agent spielt gerade in der zweiten Hälfte des Films eine große Rolle. Die ersten Versionen des Drehbuchs hätten sich sogar auf diese Figur konzentriert. Das wäre die Hauptfigur gewesen und deswegen sollte diese Rolle ursprünglich Leonardo DiCaprio spielen. Weil das aber die Aufmerksamkeit von den Osage nahm, schrieb man das Drehbuch noch einmal um. Für Furore sorgt aber auch noch ein anderer großer Name, ein echtes Schauspielschwergewicht, denn schon zum 11. Mal arbeitet Robert De Niro mit Scorsese zusammen und mimt den Wolf im Schafspelz. Die interessantesten Gegenspieler sind die mit den nachvollziehbarsten Motiven, sagt man.
Ernests Onkel handelt aus Gründen, die verständlich und trotzdem abscheulich erscheinen. Gerade seine Figur verleiht der Geschichte Tiefe und Komplexität. Und überraschenderweise hat mich gerade De Niros Schauspiel nicht immer überzeugen können. Nur selten konnte ich hier den Star von der Figur trennen. De Niro und Scorsese, das erinnert natürlich an die großen Gangsterfilme der Vergangenheit. Dieser Film ist das aber nur zum Teil. Es geht teilweise um Größeres. Die Waffen des Ersten Weltkriegs liegen still und auch der Wilde Westen ist Geschichte. Es geht um Gelegenheitsverbrecher und Mörder. Es geht um die Gründung einer bedeutenden Institution und den Wandel einer ganzen Nation. Dieser immensen Geschichte nimmt sich einer der größten Filmemacher unserer Zeit an. Berühmt ist Scorsese mittlerweile aber auch für seine Auseinandersetzung mit dem Marvel-Universum. Dabei lobte er die handwerkliche Gestaltung der Marvel-Filme, aber er äußerte auch seine Sorge, dass die Filmkunst verkümmert und dass nur noch dieselbe Art von Film produziert wird. Zitat Scorsese: Junge Menschen müssen verstehen, dass nicht alle Bilder konsumiert und vergessen werden sollten wie Fast Food. Wir sollten ihnen den Unterschied beibringen zwischen bewegten Bildern, die ihre Intelligenz und Menschlichkeit herausfordern, und Bildern, die ihnen einfach nur etwas verkaufen wollen. Amen. Als Gründer der Film Foundation setzt er sich für die Restauration und die Konservierung der frühen Filmkunst ein. Als Liebhaber der Filmwelt hat wohl kaum ein Mensch die gesamte Kunst so vorangetrieben wie er. Und wie viele andere Filmfans und Filmtheoretiker bin ich ihm dafür ewig dankbar. Auch deswegen hat er unter großen Produzenten und Produzentinnen glühende Verfechter. Der Netflix-CEO Ted Sarandos zum Beispiel bekannte sich als großer Fan und finanzierte ihm The Irishman, als es sonst niemand tun wollte. Für Killers arbeitete Scorsese aber mit Apple zusammen und genoss dafür maximale künstlerische Freiheit. Und natürlich war dafür auch wieder Thelma Schoonmaker dabei, die seit den 80ern für den Schnitt seiner Filme verantwortlich ist und auch schon 3 Oscars gewann. Scorsese investierte viel Zeit und Mühe mit dem Leiter des Stammes, Geoffrey Standing Bear, um die Osage Nation von dem Filmprojekt zu überzeugen. Großen Anteil daran hatte auch das brillante Drehbuch des Films vom geheimen Star des Films, Eric Roth. Roth ist berühmt für die Drehbücher von Filmen wie Der seltsame Fall des Benjamin Button. In den 90ern schrieb er den albernen und irrwitzigen Roman Forrest Gump in ein berührendes Drama um. Und auch am Drehbuch zu Dune hat er mitgearbeitet. Selten schrieb er aber eine dermaßen geerdete und kraftvolle Geschichte wie hier. Genauso geerdet ist der gesamte Look des Films. Das Grauen wird nicht inszeniert oder überhöht, sondern in gedeckten Farben dargestellt und auch die Kamera bleibt meist statisch. Nicht selten erinnert der Film dabei an There Will Be Blood. In seinen 3,5 Stunden gibt es viele große Bilder zu sehen, zum Beispiel von atemberaubenden Landschaften. Auch die Dialoge werden immer wieder interessant geframed, also im Bild angeordnet. So kommt tatsächlich nie Langeweile auf. Der Film besticht außerdem mit Liebe zum Detail, wenn es um das historische Setting geht. Doch in einem Punkt begeht Scorsese einen Bruch, der typisch für ihn ist. Unterlegt werden die Szenen nämlich mit elektrischen Gitarren. Das passt gar nicht in die Zeit. Die geschmeidigen Riffs und Basslines erinnern dabei mal wieder an die Rolling Stones, die aber kein einziges Mal in diesem Film vorkommen. Es ist eben ein unkonventioneller Film, wenn man ihn mit anderen Werken aus Scorseses Filmografie vergleicht. Wer also inszenatorisch einen Film wie Casino, Goodfellas oder sogar Wolf of Wall Street erwartet, nur weil Scorsese draufsteht, sollte spätestens hiermit vorgewarnt sein. Dennoch gibt es Versatzstücke dieser Filme auch in Killers zu finden. Killers of the Flower Moon fühlt sich manchmal an wie ein wilder Genre-Mix mit Gangsterelementen mitten in einem Spätwestern. Nur zum Krimi wird der Film nicht. Das hier ist kein Whodunit, in dem es darum geht, herauszufinden, wer hier die Täter sind und was es mit den Verbrechen auf sich hat. Die Diebstähle und Morde werden zu jeder Zeit von Anfang an klar gezeigt. Vielmehr entsteht die Spannung aus dem ständigen Wechselspiel der Figuren und ihrer Beziehungen zueinander. Der Film konzentriert sich dabei immer wieder auf unterschiedliche Figuren. Das ändert immer wieder, auf welcher Seite man steht, mit wem man sich identifiziert. Und dass Figuren eben unterschiedlichste, teils gegensätzliche, widersprüchliche Gefühle und Motive in sich tragen können. Und genau das macht sie menschlich. In seinem berühmten offenen Brief schwärmt Scorsese für die Ästhetik, für die Kraft und die Spiritualität der Filmkunst.
Er schrieb von der widersprüchlichen Natur des Menschen und wie wir uns gegenseitig gleichzeitig lieben und verletzen können. Das Mitgefühl, das der Film für den gesamten Stamm der Osage empfindet, bleibt jede Sekunde spürbar. Man merkt eben, wie wichtig Scorsese der Stoff ist. Er weiß um die Verantwortung dieser gigantischen Verbrechen. Und man merkt auch, wie sehr er vom Osage Cultural Center unterstützt wurde. Killers of the Flower Moon ist ein Film über eine gigantische, unvorstellbare Ungerechtigkeit, über Raffsucht und Macht, über heimliche und drastische Gewalt. Und ja, der Film ist 3,5 Stunden lang. Aber so fühlt er sich gar nicht an. Für mich ist die Zeit vergangen wie im Flug. Gut, bei 3,5 Stunden hätte sich meine Blase über eine Pause in der Mitte gefreut. Die gute alte Intermission, wo ist sie geblieben? Mich hat der Film auf alle Fälle nachhaltig beeindruckt. Es ist nicht so, als hätte Scorsese nicht schon immer intelligente Filme gemacht, aber es wirkt, als sei er nachdenklicher und besonnener geworden, so als habe er die Stille für sich entdeckt. Ja, sein vorletzter Film hieß Silence, aber auch hier, es ist ähnlich wie bei The Irishman. Die Gewalt passiert beiläufig. Scorsese hat sich vom Ausschweifenden, vom Epischen und Inszenierten weiterentwickelt. Er zeichnet die Gewalt immer mehr als Banalität. Nicht nur passieren brutalste Morde am Bildrand und beiläufig. Die Gewalt wird in diesen Filmen immer wieder akzeptiert und von bestimmten Figuren sogar gut geheißen. Immer wieder werden beide Augen zugedrückt. Hier wird ein Gift verabreicht, dort eine Ermittlung ausgesetzt. In der Stille des Films verbirgt sich eine Gewalt, die erst mit der Zeit die Abgründe der menschlichen Psyche ergründet und dort auch Spuren hinterlässt. Wenn man sich denn darauf einlässt. Denn je mehr man über die Natur dieser Verbrechen und ihre vielen Facetten nachdenkt, desto stärker ist der Nachhall. Die Autorin Hannah Arendt beschrieb mit der Banalität des Bösen die kalte Gleichgültigkeit, mit der so manche Nazis und SS-Offiziere ihre Verbrechen begingen. Die Geschichte des Bösen ist eben nicht immer radikaler, explosiver und spektakulärer Natur, sondern manchmal nicht mehr als ein Stillschweigen und Weggucken. Wenn wir unsere Verantwortung auf andere schieben, dann öffnen wir dem Bösen die Tür. Damit widmet sich Scorsese den tiefsten menschlichen Abgründen. Es geht darum, wie Amerikaner mit den Ureinwohnern umgingen, wie Native Americans entmenschlicht wurden, um von ihnen zu profitieren. Es geht aber auch darum, wie Reichtum und Besitz verderben können und wie das Land der Vereinigten Staaten dem zufiel, der am blutrünstigsten danach griff. Die amerikanische Ursünde, wenn man so will, für manche ist es der American Dream, für andere die American Nightmare. Vielleicht ist Killers of the Flower Moon Scorseses wütendster und wichtigster Film. Angesichts des gewaltigen Budgets und der weltweiten Aufmerksamkeit ist es etwas Besonderes, dass dieser kleinen Minorität eine Stimme gegeben wird. Ein weiteres Mal verarbeitet Scorsese die USA des 20. Jahrhunderts in einem Film, den wohl nur er so machen konnte. Er zeigt, wie die grundsätzlichen Ideale der US-amerikanischen Nation zu moralischer Verderbtheit und Unterdrückung führen können. Also, was kommt dabei heraus, wenn man einem der größten Filmemacher unserer Zeit 200 Millionen US-Dollar in die Hand drückt und ihm jegliche kreative Freiheit überlässt? Ein wichtiges und anspruchsvolles Epos sondergleichen. Man spürt zu jedem Zeitpunkt, wie sehr dem Regisseur der Stoff am Herzen liegt. Für seinen unkonventionellen Film hat er die Stille entdeckt und weist auf die Gräuel hin, die die Osage Nation über sich ergehen lassen musste. Und nicht nur sie, dieser Film setzt sich für ein Volk ein, das im Laufe der Geschichte unzählige Ungerechtigkeiten erfahren hat. Heute lebt im Schnitt jeder dritte Native American unter der Armutsgrenze. Ich persönlich bin äußerst angetan von Killers of the Flower Moon und habe lange mit dem Gedanken gespielt, ob ich unsere seltenen 10 von 10 Punkte vergeben soll. Doch es gab durchaus ein oder zwei Aspekte, die mich gestört haben. Dass wir die Osage Nation zum Beispiel nicht vor dem Ölfund kennenlernen dürfen, das hat mich überrascht. Dadurch können ein paar historische Gegebenheiten nicht ihre volle Wirkung entfalten. Wie beispielsweise, dass jedem Osage ein Vormund zugeteilt wurde. Ein weißer Vormund natürlich, weil man den Osage absprach, mit dem schnellen Reichtum umgehen zu können. Ja, um die gesamte Tragweite der Verbrechen an den Osage zu verfilmen, dafür bräuchte man nicht nur einen Film, sondern ein ganzes Jahrhundert. Vielleicht bleibt es zu empfehlen, dass man sich, bevor man in den Film geht, mit der grundlegenden Geschichte der Osage auseinandersetzt. Davon würde der Filmgenuss vielleicht profitieren, wer weiß. Killers of the Flower Moon bekommt von mir dennoch
Ja, die vollen 10 von 10 Punkten. Ja, meine Kollegen haben noch dieses Jahr Barbie 10 Punkte gegeben. Ich aber habe diese Punktzahl seit Blade Runner 2049, Hereditary und Kubo nicht mehr ausgepackt. Aber hey, es spricht doch wohl schon Bände, dass ich es kaum erwarten kann, diesen Film trotz seiner 3,5 Stunden noch einmal zu sehen. Wie viel der Film einspielen wird, ist jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Und auch, ob Apple das überhaupt interessiert, wie viel der Film an den Kinokassen einnimmt. Oder ob sie nicht einfach nur den Traffic für den eigenen Streamingdienst wollen, für Apple TV Plus. Wer weiß, vielleicht läuft der Film jetzt ja auch nur in den Kinos, um bei sämtlichen Filmpreisen wie den Oscars eingereicht werden zu können. Verdient hätte er es auf jeden Fall. Wollt ihr mehr solcher langen Filmkritiken? Wenn ja, dann müsst ihr abonnieren. Alles andere würde mich jetzt echt enttäuschen. Also ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert Cinema Strikes Back, aktiviert die Glocke oder checkt mal den Funkkanal Mr. Wissen2Go Geschichte aus. Mirko spricht darin über den Untergang der Ureinwohner Amerikas. Wie das Ganze ablief, was der historische Background auch dieses Films ist, checkt das unbedingt mal aus. Oder Marius Kritik zum sehr außergewöhnlichen Thriller Dogman von Luc Besson, dem Regisseur von Das fünfte Element. Also das sollte man sich auch mal angucken. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf CSB mit mir, dem Alper.